Moin Moin, herzlich willkommen zurück hier bei Ironbrigade. Wie man so schön erkennen kann, haben wir mal unseren Mechs einen neuen Anstrich gegeben. Richtig, ein bisschen Farbe ins Leben bringen hier. Ja, so ein bisschen Farbe. Ins triste Röhrenalter, Killalltag und so. Ja, ich habe die normale MG jetzt reingetan, weil ich die gekriegt habe als Stellung und ansonsten habe ich weiter an System nichts verändert. Doch, ich habe den normalen Reparaturkran, nee, den hatte ich ja vorhin auch schon drin. Ja, ich habe bei mir auch nur Stellung etwas aufgebessert. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal dazu über, die nächste Mission zu uns anzuschauen. Vier Wege, ein Punkt. We've located a sinkhole near the end of the cable. The plan is to dig at this spot and deploy a massive bomb deep underground to damage the Monovision infrastructure. It's not going to be easy. All that digging is likely to stir up some trouble. And to make matters worse, the area around the sinkhole is wide open, so you'll be getting it from all sides. Bohrloch, verteidige die Bohrbombe. Aha. Angriff aus allen Richtungen. Und es gibt unterirdische Röhren. Wie jetzt? Na bloß nicht, das muss ich nicht unbedingt haben. Mal gucken, was da jetzt kommt. Has been initiated. There's really nowhere to hide at this point. Protect that bomb. If it detonates before it's underground, well, let's just not let that happen. Ja, muss jetzt nicht sein, dass die Bombe vorzeitig. Wo stelle ich denn jetzt meinen Turm hin? Ja. Der erste Nein ist. Vor allem, was heißt es gibt unterirdische Röhren? Wie soll ich das denn bitte verstehen? Weiß ich noch nicht. Ich habe meinen Turm ganz schon lustig platziert. Wo hast du ihn denn hingesetzt? Da auf dem, ach, da auf dem Stein, ja. Ja, schön unter dem Fallen. Damit es ein bisschen Urlaubsfeeling gibt. Urlaubsfeeling für den Turm. This shredder gun should help peel off some extra scrap from those tubes. Try to warn you. Why don't they just give up? So. Ich werde hier erstmal in diesen inneren Kreis meine Türme setzen. So als letzte. Ja, werde ich auch mal machen. Also normale MG-Türme sind meine Türme. Du hast ja schon die Hightech-MG-Türme, ne? Ja. Let's set up some defenses. What can I get you? Da die einfach genau dasselbe kosten beim Aufbauen, ne? Warum naja, sollte ich die nicht bauen? Richtig, richtig. Und die sehen ein bisschen anders aus. Das sind eigentlich deine Hightech-Türme hier. Das sind die mit kürzeren Lauf. Ach da. Hightech im G-Turm. Offen. Präzisionsschützen auch noch. Und die laufen oben lang irgendwie aus. Ja klar laufen die oben lang. Geh sterben, Kollege. This shredder gun should help peel off some extra scrap from those tubes. Das ist halt natürlich gerade wieder leicht der Nachteil, dass ich sie zurückdrücke, wenn sie da oben stehen. Ja. Aber ich konnte die eben auch treffen. Also ich musste mich zwar schon sehr interessant positionieren, aber ich habe sie mit meinen Schrotz getroffen. Was ist jetzt kaputt?
Da hast du deine unterirdischen Röhren. Wow, haben die Türme kaputt gemacht, diese Scheißröhren? Haben sie? Ja, ich sehe hier nämlich nur noch zwei von meinen drei eingebaut. Die geben auf den Keks, diese Viecher hier. Und dann kommt da auch noch eine Bertha. Ich kümmere mich mal um die Bertha. Ja, sie haben Türme vernichtet. Jetzt kann ich von überall Kugeln angerollt. Gut, ich habe 170, ich kann gleich mal unsere Defense wieder aufbauen. Sind alle Türme weg? Das scheint, macht so den Anschein, ja. Das macht. Ja, so waren alle Türme waren weg. So, darf ich mich jetzt vielleicht mal reparieren? Wäre das erlaubt? Nein. One machine gun, if you don't mind. Kann ja nicht angehen hier. Like we have visitors for tea. Inputstrahler. Das war zu kurz. Ja, schade. Und wieder die Scheißwürmer. Ja, die gehen sofort auf die MGs und so weiter los. Mein Reparaturkran, der lebt noch. Nein, geht noch. Sich das überhaupt hier irgendwelche Türme aufzubauen? Oh, hallo! Wo kommen die denn jetzt alle her hier? Toll, mein Reparaturkran ist auch schon wieder kaputt. Das Problem ist natürlich, Also es lohnt sich immer Türme aufzubauen, weil die ja auch zumindest sich ein bisschen wehren gegen die Türme, gegen den Würmer. Ja, klar. Kümmere mich um die Tommy. Ja, ich hab da oben in der Präzisionshalnis. Es geht doch mal sterben, ey. Und ich wüsste, wie viele da oben rumliegen, die ich jetzt nicht einsammeln kann. Ja. Und ist immer. Aber wir haben noch ganz schön viele Wellen, so wie das da aussieht. Ja. Fünf Wellen noch. Tommys, ich bin gekommen. Jetzt kam gerade echt nur von einer Seite. Ja, das war ja auch alles schnell weg, wa? Naja, wenn die alle schön zusammen auf dem Haufen stehen, dann ist das genau das, was ich haben will. Ja. Here comes Big Willy. These guys are tough.
Erzählt er uns eigentlich jedes Mal, dass Big Willy ein starker Gegner ist, sodass wir es tut er so, als wären wir doof? Das macht so den Eindruck, ja. Das war zu kurz. Nein! Das kommt von da hinten. Viecher, die wir vorhin aber nicht zeigen wollen. Das wird kein Gold. Nee, Gold wird das nicht. Aber hier, meine Würmer haben scheinbar ganz schön geschrottet, weil hier liegen überall welche rum. Auch da, wo du noch gar nicht hingeschossen hattest. Da ist auch ein Turm gerade von mir noch drauf. Oder? Hab mal zwei Stück aufgewertet. Machine gun would really hit the spot, Commander. Hier ist das Korn von meiner Seite. Alter, auch diese auf die Kugeln gehen gezielt auf den Turm los. Sind sie denn jetzt mal alle Schrott? Keine Ahnung, aber diesmal haben unsere Türme die Dings abgewehrt, die Türme. Ja. Deine Hightech-MG-Türme auf der letzten Stufe. Die sind noch nicht auf der letzten Stufe. Nein, auf der zweiten Stufe. Der eine hier macht 3,1, der ist schon auf der letzten Stufe. 3,1 macht er dann? Ja. Das ist doch auch schon echt hart für den MG-Turm. Ja, für den MG-Turm ist das nicht viel. Also es lohnt sich schon, die zu nehmen. Ich hätte hier vielleicht 3er-MG nehmen sollen. Also die 3er-Schredder. Wäre vielleicht effektiver gewesen. Ja, ich hätte auch was mit mehr Reichweite eigentlich für Impulskala, die nehme ich. Ja. Was mir hier ein bisschen fehlt auf hier ist eine Karte, eine richtig schöne Übersichtskarte. Also eine Minimap, wo man nochmal angezeigt bekommt, wo denn die Gegner auftauchen. Nee, wo viel wichtiger, wo angezeigt werden, wo du bist. Nein, was geht denn hier ist ab? Alter. They're gone. Ja, auch wo man sich selber befindet, das wäre vielleicht manchmal auch ganz nett. Und dann halt, wenn die Gegner in Reichweite sind, dass die Türme drauf schießen, dass sie dann auch erst erkannt werden. Das wird mir ja vollkommen reichen, so letzte Welle. Schnapp mir die Wärter. Werte die letzte oder kommen hier noch mehr? Da kommen garantiert noch mehr. Ah, das ist Treffer an mir vorbeigekommen. Aber nicht an auf mir. Auf der anderen Seite kommt ein Werte. Oh, wollen wir uns aber auf den Weg dorthin begeben, ne? Und wieder auf der anderen Seite ist der Bertha. Ja. Yep. Im
machine gun would really hit the spot, Commander. Stirb! This shredder gun should help peel off some extra scrap from those tubes. Ja, das war's. Schön. 300 am Ende. Nee. Jau. Ist klar. Mit Highspeed im Boden gebohrt. Wo wollt ihr bitte hin, bohren, weil so wie der da reingebohrt ist, wäre der ja schnell wieder durchgegangen. Der, der ist garantiert mit China schon wieder rausgekommen. So, 80% haben wir nicht erreicht. 70 nur, ja. Nee, Flinte Graben besser. Der Schützengrabenbesen, der liebevoll nach seiner Fähigkeit zum Wegputzen benannt wurde. Ist eine gefürchtete Waffe. Gerüchte zufolge hat der Schützengrabenwesen mal ein Loch in einer Röhre hinterlassen, die haargenau wie Kommandant Wutuf aussah. Ja, nee, ist klar. Die Taube. Beim Flug setzt die Granate eine Vielzahl Minibomben frei, die jeder Röhre in ihrem Weg in den Tag vermasselt. Genau wie der namensgebende Vogel hat dieser Lümmel die Angewohnheit, dir auf den Kopf zu fallen und eine echte Sauerei anzurichten. Spezialfähigkeit Wirf. Nett. Der GL3, der Schocker, das ist ein Granatwerfer. Spulenkanone. Präzisionsturm, der Maler. Der Carlson Mod 2. Der Honeyschutz Mod 2. Ja, hast du noch irgendwas Spezielles bekommen? Nichts, was du schon nicht schon auch hattest, mal. Okay. Geldbelohnung. Normaler Granatwerfer. Ah ja. Schön. Ich hab doch schon bessere Granatwerfer. Und nochmal Geldbelohnung. Naja, das wäre halt dann interessant, wenn du von Anfang an auf Granatwerfer gegangen wärst, wäre der jetzt besser gewesen, den du bekommen hast. Nein, glaube ich nicht. Wenn du von der ersten Mission an auf Granatwerfer? Doch. Ja, kann man ja noch mal sehen. Ja, gut, auch die haben wir relativ in 18 Minuten geschafft. Das geht jetzt eigentlich mit den Missionen. Wir kommen sehr gut voran, muss ich sagen. Ja, so unsere Bots sind echt gut aufeinander im Moment eingestimmt. Ja, die sind echt gut eingestimmt. Ja, damit haben wir diese Mission dann auch vollendet. Ja, wir schauen uns jetzt natürlich immer wieder die Waffensysteme an und allem drum und dran. Wir und dann nehmen natürlich das nicht auf, wie wir unsere Mechs modifizieren oder kaufen oder nicht kaufen und verkaufen und allem drum und dran, weil sonst würden wir Folgen von garantiert so 30 Minuten Minimum hinbekommen, weil das natürlich relativ viel Zeit frisst. Deswegen machen wir das offscreen. Außerdem ist es ehrlich gesagt nicht unbedingt so interessant, könnte ich mir vorstellen. Ja. Richtig? Richtig. Ich finde auch, also so Leuten beim Einkaufen zu sehen, das ist wie wenn die Freundin in den Schuhladen reinläuft und du kannst dich dann eh nur noch da irgendwo hinsetzen und hoffen, dass es schnell vorbei ist. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jemals in einen Schuhladen reingehe und nicht für mich Schuhe kaufe, sondern ich irgendeine weibliche Person dabei habe, das erste, wonach ich mich in einem Schuhladen umgucke, ist ein Stuhl. Ja, richtig. Und zwar jedes Mal, aber wirklich aufs Neue. Ich gucke immer, oh, wo sind die Stühle? Oh, okay, gleich erstmal hinsetzen. Ah, das wird jetzt erstmal dauern. Ja. Ja, ja, das ist schon, wir Männer haben es manchmal nicht so einfach. Jedenfalls nicht mit Frauen im Schuhladen, nein. Nein, das ist definitiv, aber das ist nicht nur im Schuhladen, das ist auch im Klamottenladen. Ja, das macht's nicht besser, aber da musst du dich dann immer in die Nähe von den Umkleidekabinen, damit du ihr denn sagen kannst, dass das ganz toll aussieht. Ja,
Vor allem, wenn du sie dann anguckst und sagst, wozu willst du das kaufen? Du hast doch so viel davon schon in deinem Kleiderschrank. Wie oft hast du das getragen? Ja. 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 So, das gibt jetzt nachher, wenn das hier weibliche Wesen anguckt, gibt das ganz böse Kommentare. Also, es sollen sich nicht alle Frauen angesprochen fühlen, es ist auch nicht böse gemeint. Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der gehst du in den Schuhladen rein und du bist nach ungefähr 5 Minuten auch wieder draußen. Du gehst in deinen Klamottenladen rein, bist auch ungefähr nach 5 Minuten wieder draußen. Und die hat dieselbe Einstellung wie ich. Also, es gibt auch Frauen, die gehen in einen Laden, wissen, was sie kaufen wollen und gehen wieder raus. Also, ne? Nicht böse nehmen. Und wenn ihr alle so denkt wie wir oder anders oder wie auch immer, so schreibt es in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was dabei so rumkommt. Ja, genau. Gut, dann sage ich mal bye bye, bis zum nächsten Mal. Genau, ciao.